So, bei dir gibt's nichts. Hier auch nicht, hier auch nicht. Hier unten ist Liara nicht mehr. Okay. Dann schauen wir mal drüben in der anderen Ecke nach. Wie es denn so aussieht. Oraka, der lümmelt auch die ganze Zeit hier nur rum, ne? Der macht auch nichts. Verdammt! Ein paar Stunden länger graben und wir hätten den Obelisken von Karsa gehabt. Ich weiß, dass der Hades Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt! Der Obelisk von Karsa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten. Quasi ein Sprachlernprogramm für proteanisch. Bedenken Sie doch, wie viel mehr wir damit verstehen würden. Ich hab einen Proteaner, der dir helfen könnte, wenn du Lust hast, proteanisch zu lernen. Das ist vielleicht noch ein bisschen nützlicher als bloß so ein alter, blöder Obelisk, aber gut, dann besorgen wir halt den Obelisken für dich, wenn du meinst, dass dir das mehr hilft. Als ein lebendiger Proteaner, der ja schon sogar Übersetzungsprogramme in die Normandy eingespeist hat. Naja, was soll's. So, hier gibt's nichts Neues. Hier auch nicht. Ja, so langsam haben wir dann doch schon die meisten Ecken mal irgendwie abgegrast. Aber Liara müsste hier noch irgendwo rumstehen, ne? Ja, da drüben ist sie auch. Zu der gehen wir gleich. Ich will noch mal ganz kurz oben. Ja, das hatten wir alles schon soweit. Ich würde mal ganz kurz oben zu dem Salarianer gehen, der für sein Gelege was braucht. So, bei denen können wir auch nichts mehr machen. Hier war das doch, genau. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Kein Ding. Bitte. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Nee, dachte ich mir. Okay, dann hätten wir soweit alles abgegrast und können zu Liara gehen, die ja mit uns sprechen wollte hier auf der Citadel. Mal sehen, was sie hat. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. War ein kürzeres Intermezzo, als ich eigentlich dachte, muss ich sagen. Ich dachte, jetzt kommt so was Ähnliches wie bei Garrus, aber war dann doch ein Stück kürzer und war uninteressanter irgendwie. Hallo, Shepard. Ja, hallo. Na gut, dann lassen wir sie mal und werden uns mal den Rest des Hitler noch kurz vornehmen. Mal sehen, was es da noch so gibt. So, es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir nichts abgeben können. Wir bezahlen auch. Es geht nicht um Geld. Durch den Krieg auf Pelavin und den Putschversuch hier sind die Vorräte einfach zu knapp. Wenn mein Volk keine Antibiotika und Medigel bekommt, werden Tausende von uns sterben. Dann hätten sie sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen sollen, um gegen die Geth in den Krieg zu ziehen. Das ist allerdings richtig. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Da muss ich ihm eigentlich fast schon recht geben, letztendlich. Charlie, Pelavin hat es ziemlich hart getroffen. Ich weiß, aber... Wir können Ihrem Volk gerade nicht helfen. Es tut mir leid. Verdammt. Tut mir leid. Nein, er hat ja recht. Es ist nur... Wir reden später. Das ist nun mal letztendlich so. Das tut mir leid, Tali, dass ich da gegen dich argumentieren muss, aber es ist nun wirklich so, die haben sich einen beschissenen Zeitpunkt für ihren Krieg ausgesucht. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast.
Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten bringt niemanden mehr zurück. Es geht um Gerechtigkeit. Der Mann ist ein Verräter und ein Mörder. Du hast gesehen, was er deiner Frau angetan hat. Und meinem Mann. Der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er ist böse, ganz ohne Zweifel. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Was? Wo sind wir denn jetzt reingeraten gerade? Das klingt alles irgendwie ziemlich seltsam. Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werd's nicht tun. Danke. Boston. Wollt ihr ihn jetzt einfach umbringen, damit der Deal nicht abgeschlossen werden kann, oder wie? Wie sinnlos. Naja, gut, was soll's. Ich hab's trotzdem mit Sicherheit verstanden. Das war so, du wirst so reingeworfen ins Nichts, auch mit den beiden hier. Naja, gut, von mir aus. So, damit wäre das Präsidium soweit abgeschlossen. Hier gibt's jetzt erstmal nichts mehr. Aber es dürfte später noch ein bisschen mehr, glaube ich, geben wird. Schauen wir uns dann ein andermal wieder hier um. Jetzt erstmal kurz ins Purgatory, denke ich mal. Wobei es dort wahrscheinlich nicht so viel geben wird, denke ich mal. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Und dann haben wir noch das Huerta-Krankenhaus. So, gucken wir uns mal kurz um. In der Bezirksebene Purgatory. Nur falls wir hier noch jemanden haben, auch bei dem wir was abgeben müssen. Und eine neue schwere Panzerung garantiert deine Sicherheit? Haben wir ja auf jeden Fall, fällt mir gerade auf. Ich habe Berichte über einige der Dinger gesehen, die du bekämpfst. Naja, ein Reaper hält sie natürlich nicht auf. Aber nur eine Sekunde länger Schutz kann über Leben und Tod entscheiden. Vortex stellt also gute Schildkondensatoren her? Die besten. Und bei den Platten wird auch nicht gespart. Ich liebe sie. Das klingt, als wolltest du bald wieder raus, um sie auszuprobieren. Ach naja, ein bisschen schon. Ich will sie unbedingt dem Team zeigen. Vielleicht darf ich jetzt öfter vorausgehen. Weiß nicht, ob sie so begeistert davon sein wird. Naja gut. So, bei denen ist auch nichts hier, okay. So, hier war glaube ich niemand, bei dem wir irgendwas abgeben konnten, ne? Aber wir haben zumindest den einen Turianer, der hier drüben sitzt. Oh ne, hier noch nicht. Bei Area brauchen wir glaube ich nicht vorbeigehen. Zumindest der eine Turianer, der da drüben sitzt, bei dem haben wir was abzugeben. Nämlich das Banner des ersten Regiments, wenn ich mich nicht irre. Nicht wahr? Genau. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des ersten Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. Das Banner des... Commander Shepard, ich schulde Ihnen einen Drink. Danke. Schöne Sache. Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Na klar doch. So, und hier haben wir auch noch jemanden zum Reden. Edie und Joker. Wobei wir offenbar nur mit Edie reden können. Na gut, von mir aus. Hey, Commander. Ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Viel Spaß. Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja. Seit Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als ich Jeff zum ersten Mal diesen Körper...
Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Okay, mehr gibt's nicht. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfsmack vorgestellt. Seien Sie nicht so edel. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als KI mit Reaper-Code vorstellen. Man würde Sie lynchen. Das wäre keine effektive Methode, um meine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden. Und die steht daneben und hört zu, ne? Sie sind dran. Ratsherrin Tebos. Heiß. Aber Punkte absolut wegen der Einstellung. Shaira, die Konsortin. Heiß, würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Wie geht's? Sehr gut. Schön. Ja, bei der Dalatras hört's dann auf. Aber klar, die Asari findet er wieder toll, ne? Finde ich aber gut mit der Einstellung. Sie sind dran. Ah, okay. Bleibt dabei. Wusste gar nicht, dass die Tevos heißt, die Asari-Ratsherrin. Aber gut, von mir aus. So, schauen wir mal hier oben noch nach, ob es da noch jemanden gibt. Die Allianz fliegt tonnenweise medizinische Vorräte ein. Ich habe einen Kontakt beim Zoll. Einige Kisten mit Medigel liegen schon seit Wochen in den Docks rum. Mein Freund besorgt uns ein paar herrenlose Kisten. Sie stellen ihr Schiff bereit und wir teilen den Gewinn. 50-50. Was halten Sie davon? Ich sollte Ihre verdammte Kehle aufschlitzen. Was? Oder ich nehme das Zeug einfach. Wie wär's damit? Okay, ansonsten scheint es hier jetzt niemanden weiter zu geben, den wir belauschen können, mit dem wir reden können oder irgendwas. Dann verziehen wir uns mal wieder aus dem Purgatory. Ich bin sowieso kein allzu großer Fan von irgendwelchen Clubs, in denen die Musik so laut ist, dass man Probleme hat, sich zu unterhalten. Die stoßen bei mir doch eher auf Abneigung, muss ich zugeben. Ich muss auch sagen, ich bin, auch als ich Jugendlicher war, nie großartig in Discos gewesen. Achso, nee, da können wir bloß, nee, das will ich nicht. Ich war mal, als ich mit meiner Austauschschülerin in Italien war, da bin ich dort mal in der italienischen Disco gewesen. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich in eine Disco gegangen bin. Spektor-Status erkannt. Und das auch bloß, weil wir mussten sozusagen. Okay, jetzt ins Krankenhaus. Einen Moment bitte. Das ist noch offen auf der Liste und dort müssten wir ja auch Jacob begegnen. Und ich glaube, wir müssen den Rest von der Geschichte der einen Asari hören. Wenn ich mich nicht irre, sollte da bloß noch jetzt eine Erzählung kommen. Mal sehen, ob wir auch noch was abzugeben haben. Ich weiß halt nicht, ob wir die Sachen abgeben müssen, die wir dort gefunden haben, für die hier im Krankenhaus. Wir haben ja auf jeden Fall das Gegengift für den Turianer gefunden. Sie hat dieses Leuchten. Und die Reaper. Sie haben mit ihr gemacht, was sie mit allen machen. Sie ist voller... Ich weiß auch nicht. Und sie leuchtet. Sie streckt die Hand aus. Ihre Augen werden schwarz. Dann berührt sie einen der Farmer und der stirbt einfach. Alle geraten in Panik und sie reißt sie in Stücke. Manche mit den Händen, andere mit Biotik. Die Menschen verflüssigen sich einfach. Und ich stehe da mit meinem Handtuch, ohne Waffe. Und dann drängen Husks durch die Tür. Bei der Göttin. Also bin ich weggerannt. Was willst du auch machen? Anders hättest du nicht überleben können. Okay, ich glaube, eine Meldung müsste dann noch kommen oder ein Gesprächsfetzen, den wir hier noch aufschnappen können. Schauen wir mal. Ah, hier ist Jacob. Siehst du mal. Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Ich finde es manchmal ein bisschen seltsam, was so in der Untertitelung steht und was dann eigentlich wirklich gesagt wird. Naja, gut, von mir aus. Was ist mit dem Tiegel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tiegel bauen, Shepard. Und dann gewinnen wir dieses Ding. Das spüre ich. Sie auch? Ja, sicher, ich spür's. Und ich zähle auf Sie und alle anderen. Es muss klappen. Das wird es. So soll es sein. Und natürlich gewinnen wir das. Ist doch logisch. War interessant, Brink kennenzulernen. Wie geht's dir? Sehr gut. Es ist schön, Sie bei der Arbeit zu beobachten, ohne dass die Sorge um die Kolonie Sie ablenkt. Und Sie beide? Wir
Wir bekommen ein Baby, Shepard. Oh. Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner. Alles richtig machen. Es ist... ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Bryn will das Kind nach Ihnen benennen. Wirklich? Ja. Shepard. Das ist... schön. Ja. Ich werde Sie ausreden. Nichts für ungut. Schon okay. Gut. Shepard wäre ein komischer Name, aber das ist so echt schön, dass er jetzt auch noch Papa wird. Hat man ansonsten gar nicht in den ganzen drei Teilen mal irgendwie, ne? Also gut, es gab zwar dieses eine Pärchen, das sich ja immer um das Wohlergehen des Sohnes bzw. des Neffen streitet. Also falls ihr wisst, welches ich meine. Die, die in allen Teilen irgendwie auftauchen und denen man dann Unterstützung geben muss mit Rat und Tat. Oder mehr mit Rat eigentlich. Aber ansonsten geht's eigentlich kaum mal um Nachwuchs, ne? Und das ist doch schön mal zu hören, dass einer der eigenen Verbündeten dann wirklich mal Papa wird. Das ist doch super. Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Lust schon, Shepard. Aber nein. Sie arbeiten also am Tegel. Ich bin zwar klug, aber nicht so klug. Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht's ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Nette Umschreibung, muss ich sagen. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Wer stöhnt denn da im Hintergrund so rum? Ist ja schrecklich. Ach, das ist die hier wahrscheinlich, oder? Stöhnst du hier so? Naja, egal. Willkommen bei so. Ich würde sagen, wir leisten uns mal ein bisschen Medigel-Kapazität. Ich glaube, wir brauchen es nicht wirklich, oder? Ach komm. Reicht auch schon. Gibt's hier irgendwas Neues? Nee, ne? Okay. So, dann schauen wir mal nach hinten nach, ob wir da vielleicht noch irgendwie helfen können oder irgendwas abgeben können. Ah ja, ich sehe schon. Hier gibt's was für uns zu tun. An der Konsole, okay. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Ach, okay. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Mal schauen. Keine Ahnung. Irgendwo vielleicht. Wir werden es sehen. Okay, hier muss ich offenbar nichts abgeben. Aber ich glaube, es mit dem turianischen General war hier links drin, ne? Was war denn das gerade? Was wurde mir denn gerade angezeigt? Der Doktor? Ah, wahrscheinlich. Das könnte sein. Lass mal hier reingehen. Genau. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden. Ein Gift, das speziell für Turianer entwickelt wurde. Zeigen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Danke. Damit hat der General vielleicht eine Chance zu überleben. Wunderbar. Und wir haben die turianische Flotte gestärkt, die wir sowieso schon als Kriegsaktivposten wahrscheinlich hatten bei uns mit in der Liste. So, der mit dem amputierten Bein, der aber seltsamerweise trotzdem zwei Füße hat, der liegt hier immer noch rum. Hier drüben ist zu, da ist ja Thane drin gestorben und hier ist ja auch nichts weiter, ne? Das war das Zimmer, in dem Ashley gelegen hat. Okay. Lasst die Leute lieber draußen liegen, anstatt sie wieder... Nochmal die Konsole? Anstatt sie in deren Zimmer reinzuräumen. Warum sollte man auch? Achso, wir können sie nicht mehr benutzen. Gut, dann wäre jetzt die Frage, was es denn für weitere Konsolen gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind soweit mit der Citadel jetzt durch. Dann können wir mal noch... Wir könnten einen kleinen Rundgang auf der Normandy machen, würde ich sagen, oder? Mit den Leuten mal wieder sprechen. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment. Ansonsten würde ich dann wohl relativ bald die Aufnahme beenden, denke ich mal. Ankunft in Andockbucht D24. Vermutlich. Ja, schon. Hören wir mal hier drüben noch in das Gespräch rein. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen und ist in schlechte Gesellschaft geraten.
Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder mir ganz aufgeregt mitgeteilt, dass er eine Organisation gefunden hat mit guter Bezahlung, Sozialleistungen. Er hat mir ein Foto von der glänzenden neuen Panzerung geschickt, die sie ihm gegeben haben. Eine Panzerung in Weiß und Gelb, Ma'am. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die... Und sie antwortet nichts darauf. Das ist ja nett. Tja, damit wissen wir auch, warum sie nicht gegen Cerberus kämpfen wollte. Ihr Bruder arbeitet dort. Tja, scheiß Situation. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die batterianischen Codes eingesetzt wurden. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen. Genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay. Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. So, schauen wir mal auf die Karte. Vielleicht steht das ja damit drauf. Ich weiß es gar nicht. Commander Bailey, Jacob, Aria, E.D. Joker, Balavon, Liara... Hier, im Wartebereich gibt's noch eine Konsole. Und da ist auch Said. Na gut, da könnten wir ja vielleicht nochmal dort vorbeischauen. Wenn jetzt doch nochmal zwei Sachen dort sind, dann machen wir das nochmal fix. Und danach können wir ja gleich dort dann an eine Konsole rangehen und mit einem Shuttle wieder zurück zu Normandy flattern. Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment, bitte. So, auf in den Wartebereich. Schauen wir doch mal, wo sich diese Konsole denn befindet. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. So, das ist noch Cortez, okay. Ich weiß nicht, wo Said sich hier hin platziert. Müssen wir einfach mal die Augen offen halten wahrscheinlich. Ach, da hinten, ich sehe ihn. Alles klar. Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts, gar nichts. Hab mich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frag rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Das ist ja ungewöhnlich, dass Said mal hilfreich ist. Kennen Sie den aktuellen Anführer der Sans? Woske, erinnern Sie mich nicht an den. Der kleine Dreckskerl hat mal bei einer Patrouillenmission das Maul zu weit aufgerissen. Sein halber Trupp ist draufgegangen. Danach war er sehr beliebt. Wir konnten ihn gar nicht schnell genug bei den Suns rauswerfen. Man hätte ihn mit einer Kugel erledigen sollen. Kennen Sie den aktuellen Anführer? Okay, da kommt nichts Neues mehr. Frage ich mich, warum Said nicht selbst sich ranmacht, um da die Führung wieder zu übernehmen bei den Suns, wenn es mal sein Laden war. Ja, soll er quatschen im Hintergrund, ist mir egal. So, schauen wir mal, wo die Konsole ist. Ich vermute mal hinten in der Ecke, oder? Kann das sein? Ja, genau. Ich hatte zwar irgendwie hier so gedacht, aber da ist auch okay. Ach, ich kann mich wieder erinnern. Hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Falle. Shepard! Balak. Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Wer sich nicht mehr an den erinnern kann, das war das DLC von Mass Effect 1. Als wir Bring Down the Sky gespielt haben, auf dem Asteroiden haben die batarianischen Terroristen damals eine Station angegriffen. Und wir mussten ihn ziehen lassen, weil er uns vor die Wahl gestellt hat, entweder ihn zu töten oder die Geiseln zu retten. Die er mit einer Bombe in eine Kammer eingesperrt hatte. Und wir haben natürlich die Geiseln gerettet und mussten ihn dafür ziehen lassen. Jetzt steht er da und hält uns die Waffe in den Rücken. Grandios. Ich hab sie nur auf Terra Nova aufgehalten. Ja. Und danach hat meine Regierung die Forschungsbemühungen am Leviathan von Dis verstärkt. Haben Sie davon gehört, Commander? Das alte organische Schlachtschiff, das mein Volk vor 20 Jahren auf Yatar geborgen hat... Ein Reaper. Ihr Volk hat eine Reaper-Leiche studiert.
um wieder zur wahren Führungsmacht der Galaxie aufzusteigen. Hunderte unserer besten Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Und dann wurden sie indoktriniert. Als die Reaper Kashan erreichten, verrieten sie uns. Sie deaktivierten Verteidigungssysteme und feuerten auf Verbündete. Wir wurden von innen vernichtet. Wegen ihnen. Ach so, ich bin schuld. Na dann. Ist ja super. Ich habe ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Über schön lässt sich streiten. Ich setze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann sie vernichten. Und das würde dir was bringen, ja? Tritt uns doch lieber bei, hilf uns im Kampf und dann werden wir sehen, ob die Batarianer nicht noch ein Citadel-Ratsvolk werden könnten. Oder ein Citadel-Volk, das hier mit eine Botschaft hat, so wie ihr es mal hattet. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Rache! Das Barak-System! Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn sie ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Und so darf der verdammte Terrorist weiterleben und davonziehen. Aber immerhin schenkt er uns seine Flotte. Und er ist plötzlich der Chef der Hegemonie der Batarianer. Das ist auch seltsam. Naja, wie das Schicksal manchmal spielt, ne? Schon seltsam.